Aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bash the Teacher ist zurück auf dem Channel. Und meine Damen und Herren, wir werden heute den neuen Lehrer begrüßen. Nämlich ist das Miss Chimney Pot. Die sieht nicht sehr gesund aus, Leute, denn ja, wie ihr gesehen habt, sie ist eine sehr, sehr starke Raucherin. Aber ich bin gespannt, was wird auf uns zukommen? Wir haben 3,2 Millionen Sterne. Was bedeutet, wir können eigentlich Upgrades kaufen ohne Ende. Wow! Wow! Alter, ist das ein fettes Update. Alright, 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 alright. Okay, ich sehe, wo das hinausläuft. Es wird ein paar fette Folgen geben, deswegen, Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut natürlich auf larsoderso.de vorbei. Kurze Werbeeinblendung jetzt! Wir haben neuen Merch auf larsoderso.de. Zusätzlich zu Weihnachten gibt es eine coole Geschenktasche in einem Bundle. Limitierte Autogrammkarten gibt es für eine kurze Zeit zu den Bestellungen dazu. Greift zu und habt eine schöne Weihnachtszeit. Wir werden diese fetten Bundles für euch natürlich frisch verpackt schicken. Es kann sein, dass es ein kleines bisschen Verspätung hat, aber trotzdem, Leute, ihr bekommt ein nices neues Design. Das alles findet ihr in der Videobeschreibung, ja. Checkt es aus. Freunde, wir kaufen uns was, würde ich sagen. Ich würde sagen, Items, wir gehen rein, werden uns hier erstmal den Christmas Tree kaufen. Perfekt, zu Weihnachten. Und dann können wir uns hier Dosen werfen. Lol. Die können wir uns sogar auch schon leisten. Egal. Dann gucken wir mal. Wir können uns hier auch nochmal das Rhinoceros holen. Und dann können wir uns hier auch nochmal die Rakete holen. Das bedeutet, wir haben uns 3 neue Sachen geholt in der ersten Folge, Leute. Wenn das kein Like verdient hat, dann weiß ich auch nicht. So. Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt einen Trick heraus. No way. Ich habe ja jetzt so einen neuen Trick, dass ich halt hier ganz schnell. Ganz. Wuhu! Silvester! Ich kann jetzt richtig schnell ganz viel Dingsen. Oh, laut. Oh, oh, okay. Sie haben Blitz getroffen. Oh, das tut mir echt ein bisschen leid. Da fällt ihr die Kippe sogar aus dem Mund. Eieieiei. Miss Chain. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Boah, wow, diese Raketen sind so ultra laut, Mann. Alter. Hilfe! Was passiert jetzt? Ha! Ha! Wow, das war ein Triple Whopper Spezial, würde ich mal sagen, Freunde der Nacht. Ich würde vielleicht sogar ein Upgrade weniger nehmen hier, Freunde, bei den Weapons. Denn irgendwie ist mir das Raketending ein bisschen zu laut. Das hier wäre geil, da drauf hinzusparen, auf den Pumpkin. Leute, das können wir machen, wir können das machen. Wir werfen die Streichhölzer, die sind ein bisschen leiser. Deswegen, da kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Alter, wie cool. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my God, I don't know what to say. Hey, jingle bells. Legen Sie die Zigarette. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich creepy. Legen Sie die Zigarette weg, Frau Chainsmokerin. Das reicht nicht. Das kann nicht sein. Rauchen ist ungesund, vor allem in der Klasse. Legen Sie die richtig. Sowas kann passieren, Leute, wenn man raucht, okay? Ihr habt es gesehen, sowas kann passieren, wenn man raucht. So, also, wir machen weiter. Ich würde sogar vielleicht echt auch diesen Christmas Tree ändern, weil der ist so laut, ne? Guck mal, ist immer alles so laut. Da kriegst du ja richtig Ohrenschmerzen hier bei dem Ganzen. Kriegst du ja richtig Ohrenschmerzen. Ist ja ohrenbetäubend. So ist es schon viel besser. Wow, ist das angenehm. Die Gitarre und das Feuer und wie. Was passiert jetzt? Alter, ist das creepy. Bäh, guck mal, sie hat doch schon ganz gelbe Zähne von dem ganzen Rauchen und so. Bäh, ist das eklig. Leute, ihr dürft nicht rauchen. Rauchen ist ungesund. Rauchen ist nicht gut für die Haut. Ihr seht es, Leute. Oh, da kommt schon der Sensenmann. Ja, das war's. Ja, das kommt davon, wenn du rauchst. Oh, guck mal, wie schön sie aussieht, wenn sie ein Engel ist, sieht sie wunderschön aus. So, in dieser Form, in dieser Raucherform. Ganz schrecklich. Leute, hattet ihr auch einen Lehrer an eurer Schule, der einfach immer so die ganze Zeit geraucht hat und so? Bäh, war immer richtig eklig. Wir hatten so einen, ich will den Namen nicht sagen, aber wir hatten immer so einen, der hat immer vor der Tür gestanden und hat dann immer gesagt, wenn wir rausgekommen sind, hat er gesagt, nee, jetzt aber wieder rein mit euch. Jetzt aber wieder rein mit euch. Ja, das war ein lieber Lehrer eigentlich, muss ich sagen. Es war ein richtig netter Lehrer, aber der hat sich halt wirklich gar nicht für seinen Job interessiert.
Das muss man so sagen. Er ist sich halt wirklich so null für seinen Job interessiert. Aber egal. Er ist Lehrer geworden. Warum auch immer. Ich check das manchmal nicht. Wie gibt es... Leute, kennt ihr diese Lehrer, die einfach Lehrer werden, ohne dass man weiß, warum die überhaupt Lehrer geworden sind? Wo es so gar keinen Sinn macht? Wie kann man... Wie können die Lehrer werden, ohne dass sie... So, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt dann so Lehrer, die sind Lehrer geworden, wo man sich denkt so, hä, wie? So, da bin ich besser im Unterrichten. So, und die sind dann einfach Lehrer geworden. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, jetzt sind wir bei dem Ganzen schon ein bisschen leiser. Oh. Oh, wie süß. Oh. Sie hat ein Herz gemacht, Leute. Dieses Herz ist für euch. Dieses Herz ist für euch. Wartet, ich mach dieses Herz, was ihr euch immer wünscht. Wie geht es nochmal? Nee, wartet. Irgendwie so geht das Herz, was ihr euch wünscht, oder? Das ist euer Herzchen. Leute, macht wieder ganz viele TikToks damit und verbreitet den Kram. Denn dann wird es richtig nice. Apropos, verbreitet auch mal das neue, verbreitet auch mal ein bisschen hier. Oh, was machen die jetzt? LOL! Ja, da hustet sie sich einen ab. Verbreitet auch mal das neue Wintercrew-Bundle, beziehungsweise verbreitet mal generell den Job, Leute. Denn es ist wichtig, es gibt richtig geile Designs. Es gibt zum Beispiel das Feuer-Design, das sieht ultra geil aus. Es gibt das Eis-Design, das sieht... Okay, das Feuer-Design sieht nicht cool aus. Nein, so sieht das Feuer-Design nicht aus, okay? So passiert das nicht, okay? Das will ich nochmal klarstellen. Aber es gibt trotzdem mega, mega, mega nice Designs, die ihr euch reinziehen könnt. Und ihr müsst es machen, Leute. Geht auf lars-oder-so.de, es ist einfach ultra wichtig. Der Roboter raucht doch einfach weiter. Das macht gar keinen Sinn. Ein Roboter kann nicht rauchen, weil er keine Lunge besitzt. Außer natürlich, er besitzt ein hyperventilatorisches Ventil, weshalb er dann dadurch rauchen kann. Oh, da ist sie tot. Und tschüss. Solange dauert, trink mal jetzt den Süff da. Was passiert jetzt? Sie bekommt einen Riesenschädel. Wunderbar. Sieht toll aus. Du hast einen Riesenkopf bekommen. Du bist einfach nur wonderful. Leute, jeder ist in seinem Herzen, tief in seinem Herzen, wunderschön. Genauso wie meine 1,2 Millionen Punkte. Die Kippe fällt runter, sie fängt an zu brennen. Okay, und ein Schulkindstern. Nee, Pizza. Pizza hat sie sich verdient. Leute, wisst ihr auch warum? Weil ich Hunger habe, okay? Deswegen gibt es jetzt Pizza. Bam. Und dann gibt es hier auch Fürze und Pizza und die Krabbe. Und dann gibt es hier... Ah! Alrighty. Es ist crazy. Es ist wirklich absolut crazy. 1,4 Millionen Punkte. Das bedeutet, wir können schon... Okay, sie fängt schon wieder Feuer. Ich frage mich, wann kommen neue Sachen? Ist es wieder so eingestellt, dass da die neuen Sachen... Moment. Ich bin ein bisschen erkältet, meine Damen und Herren. Deswegen habe ich ein kleines bisschen Schnüpfen. Boah, wir haben das hier fast gar nicht geused, ne? Ist mir aufgefallen. Wir haben das einfach wie übersprungen. Da kriegt sie einen Blitzschlag. Ich möchte das nicht. Miss Chain-Raucherin. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur... Komm, wir holen uns ein neues Pet, Leute. Damit wir hier heute hier nochmal durchkommen. Hier, den Kakadu. Boah, ein Delfin, Alter. Wie assi ist das denn? Ein Delfin in einem Käfig. Oh Gott. Da kriege ich richtig... Oh, mein Herz. Mein Herz, Leute. Das hier finde ich ja alles schon schlimm. Hier, so eine Schildkröte. So ein Walross oder so. Eieieiei. Damien, den Kakadu. Aber er ist süß. Wir werfen ihn ein bisschen mit Essen ab, Leute. Wartet mal. Bisschen Kacke? Nee. Bisschen Eis? Eis. Eis ist doch das, was die Vögel so gerne... Nee, auch nicht? Okay. Deswegen werfen wir einfach einen Apfel. Ein Apfel ist, glaube ich, perfekt. Ah ja, guck mal, da freut er sich. Da freut er sich doch, Leute. Da freut sich der kleine Kack... Ist das so... Das ist gar kein Kakadu. Das ist ein Tukan. Leute, das ist gar kein Kakadu. Das ist ein Tukan. 2000 Punkte. So, die Kippe fällt runter, sie fängt an zu brennen. Genau so nice wie das neue Feuer-Crew-Design. Checkt mein T-Shirt ab, Leute. Guckt, wie dreckig das ist, weil ich noch nicht meine neuen Klamotten habe. Jede einzelne Autogrammkarte, Leute, ist ein Unikat. Ich habe jede einzelne Autogrammkarte verziert mit bisschen Glitzer und mit bisschen Krimskrams. Das bedeutet, wenn ihr euch was holt, habt ihr eine Unikat-Autogrammkarte. Die hat niemand anderes. Also checkt larsodaso.de aus, bestellt euch das Bundle und dann geht's ab. Ich küsse eure Herzen, wir sehen uns.